Kamera läuft. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Folge Lustige Witze Nummer 302. Das hier ist mein Gast. Es ist Lasse. Hi, ich bin Lasse. Mein Name ist Michael. Da hinten sitzt Shy-Guy. Er versteckt sich ein bisschen hinter Morty, weil er schüchtern ist und ein bisschen Angst hat. Das hier sind Lustige Witze in 3, 2, 1, go! Schnell nochmal Nutella rückwärts schreiben, bevor es alle tun. Ah. Oh. Ja, das ist das oh. Niveau hier. Tut mir sehr leid. Kann ich wieder gehen? Du hättest mal sehen müssen, was der Letzte, der hier war, lesen musste. Den kapiere ich nicht. Ich habe mit der Pflanze ausgemacht, sie nur noch einmal im Monat zu gießen. Sie ist darauf eingegangen. Ich habe einen Joghurt fallen lassen. Er war nicht mehr haltbar. Und was ist dein Lieblingsfilm? Tessa-Film ist ein echt guter Streifen. Tessa-Film. Es gab einen Unfall in der Mascara-Fabrik. Zum Glück konnten wir ihn vertuschen. Sie sehen krank aus. Ich verschreibe Ihnen eine Pizza. Mit besten Grüßen, Dr. Oetker. Wie nennt man einen studierten Bauern? Akademiker. Ich esse nicht jede Sorte Chips. Ich bin da eher so ringelig. Wieso wird im Winter so wenig auf Baustellen gearbeitet? Bei Frost platzen doch die Bierflaschen. Ja, ich bereue es auch wirklich, dass ich eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht habe. Wäre ich jetzt auf dem Bau geblieben, wäre ich morgens um 10 schon besoffen. Ein Mann hat ein Bewerbungsgespräch bei der Deutschen Bahn und kommt 15 Minuten zu spät. Fragt der Personaler, wissen Sie, dass Sie 15 Minuten zu spät sind? Ja, und es ist mir egal. Sie sind eingestellt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie deutsch sind Sie? Dürfte ich Ihre Umfrageberechtigungsschein sehen? Name Sebastian. Vorname? Ach, ich bin zu dämlich, Formulare auszufüllen. Ich bin wahrscheinlich deshalb immer müde, weil so unglaublich viele Talente in mir schlummern. Ich hasse es, wenn ich im Bewerbungsgespräch gefragt werde, wie meine Freunde mich beschreiben würden, weil ich bezweifle, dass dummer Spaß mir den Job bringen wird. Ja. Oder wie mich die Frauen immer nennen, hey, du da hinter den Büschen. Eine Verkehrswarnung im Radio. Achtung, auf der A8 Richtung München stehen 3 Radler auf dem Standstreifen. Mein erster Gedanke, welcher Depp lässt denn sein Bier auf dem Standstreifen stehen? Ich? So, ich konzentriere mich jetzt und fange an zu lernen. Mein Gehirn, Ladies and Gentlemen. Ich? Oh nein, bitte nicht schon wieder. Mein Gehirn, this is Mambo number 5. Dieser Moment, wenn jemand Hallo sagt, du dich panisch umdrehst und denkst, du hast Freunde, doch die Person hinter dir nur ans Telefon gegangen ist. Das Gesicht des Sitznachbarn, wenn man ihn auf dem Flug nach Barcelona fragt, was er in London so alles vorhat. Unbezahlbar. Wenn der Pilot sich vorstellt, hallo, mein Name ist Dinnedo und du fängst an zu schreien, was, der darf wieder fliegen? Veganer bekommen keine Kinder, sie bekommen Sprösslinge. Du sagtest gerade, du isst kein Fleisch außer Pussy, ne? Ich fingere nicht mehr, weil mit Essen spielt man nicht. Ich habe eine Schlürfwunde. Du meinst Schürfwunde? Nein, ich habe an meinem Kaffee geschlürft und mich verbrannt. Kennen Sie das, wenn man so gierig ist und sofort an die Pizza reinbeißt und sich dann den Gaumen verbrennt und dann hat man 3 Tage Haut hängen? Boah. Ja, und dann wird er so wund. Ja. Was ist Betrug? Fragte der Professor den Jurastudenten. Betrug ist, wenn Sie mich durchfallen lassen. Wieso denn das? Weil sich nach dem Strafgesetzbuch derjenige des Betruges schuldig macht, der die Unwissenheit eines anderen ausnutzt, um diesen zu schädigen. Hey Romeo, was machen wir heute Abend? Ich richte mich nach dir. Sitzen 2 Leberkäse auf einer Mauer. Schmeißt der eine den anderen runter und sagt, so. Hä? Hä? Versteht ihr einer von euch, dann müsst ihr den erklären. Schreibt's in die Kommentare. Kommentare kommentiert sein! Hallo und willkommen zurück zur Kommentare-Kommentierzeit. Die Zeit, in der wir eure Kommentare kommentieren. Das haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr gemacht, weil wir viel unterwegs waren mit Specials und so, aber deswegen haben wir jetzt umso bessere Kommentare für euch. Ich bewerte nur, schrieb 652, ich habe auch noch einen Dr. Sommerwitz. Lieber Dr. Sommer, ich habe gestern einen Eiswürfel verschluckt, aber er ist immer noch nicht rausgekommen. Das war so echt das Niveau, was sie damals hatten, ne? Ja. The Q Black schreibt, okay, Full Metal Gear hat mich aus der Bahn geworfen, wie der Ticketcontroller gestern. Ghost Boy aka Leroy schreibt, und das schreibt er seit einem Jahr unter jedem Video, Tag 5, 6, 7, 8, 5, 4, 5, 7, ohne Kommentar der Woche. Und jetzt schreibst du jede Woche kein Kommentar der Woche, aber du hast doch jetzt jede Woche Kommentare, was willst du denn von mir? Nein, nein, schreib es mir, was willst du von mir? Antje Stoll schreibt, Eva! Antje! Lord Lumpy, geiles Profilbild übrigens. Was ist rund und stinkt nach Scheiße? Ein Stuhlkreis. Evil Bastard Source schreibt, was ist der Unterschied zwischen einem katholischen Priester und Akne? Akne wartet bis du 12 bist, um auf dein Gesicht zu kommen. Wieso gibt es auf Schalke Pommes nur in Tüten? Weil sie keine Schale halten können.
Lunarus schreibt, Leon, wo ist mein Pokémon? Ich. Impo Leon. Es gibt ein Pokémon, das heißt Impo Leon. Game of Wolf schreibt, wenn du alle Adern deines Körpers Ende an Ende aneinander legst, dann bist du tot. Scooter Meyer schreibt, wie heißt der Auszubildende beim Frauenarzt? Lippenstift. Meine Freundin steht auf Doktorspiele, sitzt jetzt schon seit 2 Stunden im Flur und wartet. Das war's mit der dieswöchigen Kommentare-Kommentierzeit. Schreibt uns auf jeden Fall einen Kommentar mit einer Frage, einem Witz oder etwas ganz anderem und vielleicht kommt ihr in der nächsten Episode vor. Sollen wir noch mal ein paar Witze erzählen? Verabreden sich 2 alte Omas. Die eine kommt nicht. Warum trägt der Elefant grüne Socken? Weil seine roten noch nass sind. Warum schwimmt der Elefant auf dem Rücken? Damit seine grünen Socken nicht auch noch nass werden. Okay, ich nehme gerade alles zurück. Was sagen Engländer, wenn ihre Kühe weg sind? Oxford. Ein Wal geht in eine Bar und sagt zu den Leuten am Tresen, Loser. Die Kinder heutzutage, schlimm, die sind so abhängig vom Internet. Wenn man das Internet ausschaltet, tut ihnen das www. Treffen sich 2 Kühe, sagt die eine, mu, sagt die andere, lass mich, ich esse gerade meinen Pudding. Was passiert eigentlich, wenn dich jemand halb zu Tode erschreckt und dann nochmal halb zu Tode erschreckt? Das kann ich dir erklären. So, du musst dir vorstellen, als ob du so eine Lebensleiste hättest und die ist komplett voll. Und dann erschreckt dich jemand halb zu Tode und dann nochmal halb zu Tode. Und dann hast du quasi von der Hälfte, die noch übrig ist, nochmal die Hälfte. Also quasi hast du da noch ein Viertel übrig. So, jetzt habe ich deinen Witz zerstört, Lea. Ha? Da guckst du. Ein Würstchen steht vor dem Spiegel und kämmt sich die Haare. Was soll denn das? Versteh ich nicht. Moskitos sind wie Verwandte. Irgendwie lässt sich aber tragen das eigene Blut. Fallen 2 Schokoladen die Treppen runter. Sagt die eine, oh Mann, ich habe mir sämtliche Rippen gebrochen. Meint die andere, was soll ich erst sagen? Ich bin voll auf die Nüsse gefallen. Ich dachte immer, dass nur Menschen und nicht Systeme bluten können. Doch dann hat mir jemand das Periodensystem gezeigt. Was ist rot und schleimig? Rotzkäppchen. Geht ein Toast die Treppe hoch. Ben fällt ihm ein, dass er nicht laufen kann und geht wieder runter. Ich habe Zähne wie Duisburg und Gelsenkirchen. Da ist noch Essen zwischen. Wie sagen englische Ziegen, oh Gott? Oh Goat. Oh Goat. Um wie viel länger ist der Amazonas als der Nil? Um 5 Buchstaben. Die rasende Wildsau rennt um die Ecke und tritt auf einen Keks. Geht ein Pferd in die Bar, stellt sich an den Tresen und sagt, ich habe nur einen Hoden. Eine Ziege zur anderen. Und? Hast du Lust, mit mir in die Disco zu gehen? Sagt die, nee, hab keinen Bock. War das nicht lustig? Ich bin vor Lachen fast gestorben. Merkt man, das ist stressig. Auf jeden Fall solltet ihr euch jetzt ausruhen. Und ihr sollt euch nicht ausruhen, ihr solltet jetzt ein bisschen fleißig sein. Nämlich gebt diesem Video einen Daumen hoch und schreibt einen Kommentar, damit die Folgen ein bisschen qualitativ hochwertiger werden und wir bald wieder mehr zu lachen haben. Ich würde sagen, haut raus, bis nächste Woche. Like und abonnier, YouTuber!